Ja, hi, also hier bin ich nochmal, Mr. Harry Skywalker. Und ja, also es ist mir etwas peinlich, weil es gab jetzt bei dem Contest einige Missverständnisse, weil ich hätte mir, also ich habe mir eingebildet, dass ich in der Contest-Auswertung gesagt habe, also ich habe es wirklich eingebildet und habe es dann irgendwie vergessen, in der Auswertung zu sagen, dass man halt auch noch eine Bestätigung schreiben muss, dass man, also in den Kommentaren eine Bestätigung schreiben muss, dass man noch mitmachen. Das haben halt dann, ja, nur ein paar gemacht. Und da habe ich auch nur die, ja, eingesendet. Also haben wir noch nur die, also haben nur diese Leute, ja, haben halt nur diese, waren es nur diese Leute, haben nur diese Leute eingesendet. Und daher habe ich mich entschieden, noch einen Nachcontest für die, die in die zweite Runde gekommen sind, zu machen. Ja, also, ja, und damit ist auch, damit auch ich ein bisschen leichter habe, schreibt dann einfach nochmal für die zweite, also es werden neue Preise geben, Infos dazu werden noch kommen. Schreibt dann einfach die noch das Mock einsenden für die zweite Runde von. Ja, außer die zwei Gewinner, also der Commander Foxer und Lux Blay, müssen nicht mehr mitmachen. Also die kriegen noch ihre, also die kriegen ganz gewohnt. Also der Commander Fox hat sich schon gemeldet. Der kriegt den, seinen ARF Trooper und Lux Blay entweder den Republik-Soldaten oder den Commando Droiden. Ja, also ich, es tut mir wirklich leid. Also es war echt ein großes Missverständnis meinerseits. Ich hoffe, ja, ihr verzeiht mir das. Und ja, es werden halt dann, es werden halt noch so. So, ja, es wird dann noch ein Nachcontest kommen. Ja, also dann freue ich mich jetzt schon. Also es wird noch bis 20. August mit der Contest gehen. Und ja, also ich hoffe, dass jetzt doch, also dass es jetzt doch dann richtig, also von beiden Seiten, also na, eigentlich von meiner Seite, also dass jetzt dann viele Mocs noch kommen werden, hoffe ich. Und ja, also ihr könnt doch schon bei denen, denen ich es übersehen habe, könnt ihr, also schreibt mir da keine PN, weil die vergesse ich dann schnell, sondern schreibt mir in den Kommentaren, ja, schreibt irgendwas in den Kommentaren, damit ich weiß, dass ihr das wisst. Und ja, wer noch Fragen hat, soll sich dann halt noch, melden. Und ja, ciao.